eine Antwort auf die Frage gegeben, ob das Zittern ihre Arbeit als Kanzlerin beeinträchtigt. Quote, man muss sich keine Sorgen machen. Endquote, hat Merkel gesagt. Das genügt. Weitere Details tun nichts zur Sache und gehen die Öffentlichkeit nicht an. Das wollen wir bitte noch selber entscheiden. Nee. Mutti Merkel heißt nicht umsonst Mutti. Selbst entscheiden, wo kommt man denn da hin? Furchtbarer Titel. Bist du wieder auf Welt.de unterwegs? Ja. Herrlich. Oh Gott. Wir sind verloren. Wieso? Weil ich die Kommentare drunter gelesen habe. Wenn Merkel das meint, dann ist das schon richtig. Sie ist immer noch besser als jede andere Person geeignet, dieses Land zu führen. Nein. Offensichtlich nicht. Darf ich Ihnen eine Seite nahelegen? Ja, bdu.com. Und deutsche Unternehmen. Stufensteiger. Ich werde immer noch gekockblockt von 141 anderen Spielern. Ich bin gerade hereingekommen. Heretic.
Das ist eigentlich Elendstourismus. Was? Elendstourismus? Ja. Neue Idee. Spiel mal Eve Online. Kostet zu viel. Wie kommst du jetzt da drauf? Ich habe heute ein Video geguckt. Has Eve Online just screwed all its players? Und dann haben die halt erzählt und auf einmal hat es mich extrem interessiert. Und jetzt bin ich an Eve interessiert. Ich habe nicht wirklich Interesse, es zu spielen, auch wenn es cool aussieht. Aber das ist ja, mehr darüber fahren. Das ist ja ein reines PvP-Game. Und das ist ziemlich cool, was sie da alles. Also wie weit die gehen, um andere Spieler abzufucken. Zum Beispiel ein Typ hat seinen Clan betrogen, aber das war alles abgesprochen. Öffentlich hat er die hintergangen, damit er einen anderen joinen kann und den dann von innen heraus kaputt macht. Das hat ein Jahr gedauert, Alter. Aber er hat es geschafft. Ist das krass. Ja. Also, das ist ja wie in der echten Welt, das ist wie im Business. Ja, genau so ist. Deshalb hat es mich so fasziniert, weil das sind alles richtig abgefuckte Nerds. Die das ist richtig deep Nerd. Ja, die das quasi mit dem Real Life ersetzt haben. Und da sieht man richtig schön Human Nature. Das ist ziemlich interessant, also ich werde mir jetzt auch mehr Videos davon angucken. Das ist ziemlich nice. Das ist quasi wie, ähnlich wie Warhammer, nur mehr Mindgames und weniger Blut. Ja. Weniger Gewalt und mehr Mindgames. Mehr Siege, mehr Fuckery. Siege. 53 Ficker noch. Ich kann mir das Gespräch richtig gut vorstellen. Okay. John, das wird ein Jahr deines Lebens beanspruchen. Bist du bereit? Du bist jetzt trainiert. Ja, die haben ja auch so komische Ränge. Sie haben irgendwie einen Flottengeneral und so ein Shit. Also die richtig hohen Gilden oder ich weiß, Unternehmen, wie man die da nennt. I don't know. Richtig, richtig weird, aber irgendwie auch cool. Da bist du als Einzelgänger auch ziemlich gefickt. Da bist du, glaube ich, richtig gefickt. Ja. Oh. Ich kenne das eigentlich von, als ich noch Destiny geschaut habe, damals hat er das auch mal. Der hat's gespielt. Okay. Den hat das irgendwie auch fasziniert und dann. Hat aber irgendwann damit aufgehört, weil es einfach zu krass. So, gleich bin ich drin. Hast du Bock, morgen Vormittag eine Warhammer-Kampagne anzufangen? Ja, schon. Bis mich die Loading Screens dann wieder abtören von mir, das ist das Problem ja nicht mehr. Oh, was für eine. Echsenmenschen? Echsenmenschen. Ja, gut. Heretic, lad ein. Werden der Heresie beschuldigt, das haben sie zu ihrer Verteidigung zu sagen. Ich bereue nichts. Echsenmenschen. Spielen wir
was gefallen. Warum würdest du das Empire spielen wollen? Weil es Legend gespielt hat. Ja, das streamt ja schon seit einer Woche, oder? Das streamt schon seit zwei Wochen, ja. Und seine Begründung dafür ist, dass die Europäer alle Sommerurlaub haben und es zu warm ist und deshalb sind die alle draußen. Und deshalb sind seine Viewer so scheiße. Das liegt bestimmt nicht daran, dass er immer noch nur Warhammer spielt. Und das auf Dauer einfach arschlangweilig wird. Ja, vor allem wenn er schon alle durch hat, alle Campaigns. Ja. Oh, was zu essen. BB. Thanks. Ich hatte auch eine Legendary-Kampagne im Sinn. Ja, gut. Das ist wieder anspruchsvoll morgen. Runde 4. Echsenmenschen. Also mit Mods oder ohne? Also ich würde gerne mit Mods machen. Ja. Weil sonst nie nebeneinander spawnen. Das ist richtig. Also Theotika und letzter Verteidiger, oder was? Oder Theotika und... Nein, nicht Theotika, oder Exoatl und... Iza würde auch gehen. Aber ich dachte eher an letzter Verteidiger und... Ja. Theotika. Klingt vernünftig. Ich hab schon so lange kein Warhammer mehr gespielt. Oh, ich auch ab und zu mal eine Hochelfenkampagne weitergespielt. Gerade du. Hm. Spielt er die Hochelfen, ne? Ja, weil ich halt Money wollte. Ich wollte schauen, wie viel man da rausholen kann. Weil die Armeen kosten so lächerlich viel. Irgendwie plus für 6 Armeen plus 50.000 Upkeep. Bin schon froh, wenn ich 50k auf der Bank habe. Ja.
Was ist das für ein Mount? Jo. Ich will diesen fucking Wolf endlich haben. Wolf. Ja. Ja, Wolf, Fuchs, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ein Wolf. Technical Program Manager Android Auto bei Google und 9 weitere Jobs für sie. No. Ja, wie gefällt dir das denn? Was? Der Job. Was? Bei Google jetzt oder was meinst du? Ja. Das wird mir per E-Mail immer vorgeschlagen. Weil ich Stepstone-Profil habe und LinkedIn-Profil. Du hast ein LinkedIn-Profil? Ja. Alter. Also ich hab's, aber ich hab's nicht wirklich aktualisiert. Existiere dort lediglich. Ich finde den Dämonenwürfel lustig, den Begleiter. Ein Würfel mit Flügeln und zwei Schwänzen dran, der die ganze Zeit umkippt. Urgreif gibt's auch als Mount. Sieht besser aus als die Wow-Viecher. Das ist so selbstverständlich. Sie obvious. Bringing you literally. Iranian woman. An 81-year-old grandma with a laptop. Stabbing her 12 times. Also, ich würde es nicht wundern, wenn da echt Leute denken, das ist Satire. Oh, das ist rechte Hetze. Das ist übersetzte Hetze, ja. Frisch von Welt.de. Tüchtige Ameise. Nice. Tüchtig, tüchtig. Muss man eigentlich noch irgendwas Rechtliches beachten, wenn wir da die Links dazu reintun? Nö. Nee. Oh, ich hab's falsche. Oh, es geht auf. Falsche Codewort benutzt. Hä, was? Verpiss dich! Es ist gut, dass man die alle dann durchprobieren kann. Ja. Ich glaube, ich habe nämlich zu so einem fetten Refugee-Dude gesagt, du bist so schön wie eine Wildrose. Ach, der Dungeon. Ja, den kriegen wir auch oft.
Oh, Slash. Yeah. Waving hi to my buddies. Where's... Seen Kyle. Mhm. Siehe. Ja. Sehen Sie ihn. Genau. Kyle, what the fuck? Kyle, I hate you, Kyle. Du kannst aber auch einfach O7 machen, dann salutierst du. Ist dein Arm schön gebogen. Warst du hier schon mal drin? Ja, ich glaube schon. Leck. Mhm. Was ist da los? Krasser Leck. Konnten bei dir vorhin die Charakterdaten auch nicht geladen werden? Ja. Yep. Und die Serverprobleme. Haben wir Serverprobleme? Ich hab das schon öfter. Dass das manchmal nicht geladen wird. Ich glaube, ich hab gepullt, bin mir nicht sicher. Ja, der Tank noch kacke, der sollte eigentlich in das lila Feld reingehen, dass wir weniger Damage bekommen. Ja, hab mich gehört. Oh. Kann aber auch sein, dass der VPN dich abfuckt, falls du den Browser noch offen hast. Beim Spielen. Mhm. Oh, leckt immer noch. Liegt schon mal nicht daran. Hm. Habt ihr schon gepullt? Ja. Irgendwie steht ihr alle in der Gegend rum, du hängst bei mir in der Luft. Wow. Umwege laufen. So many.
Index. Echt weird gerade so. Wenn du mich anschaust, porte ich mich da in der Gegend rum oder was? Ne, jetzt gerade läufst du. Jetzt stehst du still beim Tank. Man sieht dir nicht an, dass du Lag hast. Oh, Lead. Slot mal. Aber viel, ja. Oh, da ist ja noch mehr. Oh. Baut VPN nicht so viel Leistung? Ich glaube, das kommt darauf an, wie ausgelastet er ist und wo du dein VPN reinmachst. Also in welchem Land. Aber du kannst, glaube ich, schon mit den Spielen. Also ich habe zumindest mal gehört, dass... Wie hieß denn der Typ, der dieses Video über... Fallout 76 gemacht hat. Ah, Internet Historian, ja genau. Mhm. Der spielt zum Beispiel mit VPN, aber der wohnt auch in Australien, ich weiß nicht, ob das irgendwie. Also weiß ich nicht. Australien haben wir immer noch viel beschissen. Ja. Not sure how it works. Ach, der Boss.
schalte es mal aus und probiere, ob sich da was ändert. Mhm. Disconnect. Leckt leider immer noch wie Sau. Dann wird's wohl ein Final Fantasy. Du hast ja keine Probleme, ne? Nee. Das Problem mit der Personalleitung. Das war der erste, den du im Dungeon bist, oder? Ja. Was ist denn das für ein blauer Kreis um die herum gewesen gerade? Das hier, warte. Ja. Das? Das ist von dir? Ja. Ah, nee, nicht das ist was anderes. Ich glaube, das ist auch was vom Healer. Ja, du meinst nicht den Counter, wo wir drin standen, oder? Ich hab schon. Okay. Ja, so ein Checkpoint, den musst du. Ja. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Abchecken. Jetzt geht die Tür hier nicht auf. Shit. Wow. Ja. Schakalacke. Sehen wir eine Anzahl an Ping oder so? Ich glaube, ich gehe dann nachher aber auch auf. Jo. Hatte ich auch vor. Ach fuck, wir müssen uns Viecher killen. Hm. Bist du halt auch schon K.O. oder wie? Ja. Ja gut, ich bin halt schon seit. Du solltest ja heute auch dein Gespräch. Ja, und ich bin schon seit halb fünf wach. Alles klar. Ja, ich ins Bett gehen ist nie schlecht. Ich merke das immer an den Augen, wenn es Zeit ist, ins Bett zu gehen. Es wird anstrengend, die aufzuhalten. Das tut auch ein bisschen weh. Ja. Okay, mein Gildenleader freut sich gerade, dass irgendeine Lala-Fell weg ist. Bei Lala-Slut. Wow. Ja. Fucking Hater.
treffen will. Fast unplayable gerade. Gibt's hier nicht irgendwo eine Ping-Anzeige? Ach, da oben doch. Was? Wo? Hm. Neben der Uhrzeit. Da steht nur, wie viele Pakete man empfängt und wie viel man erhält. Das kriegen wir jetzt auch nicht viel. Damit bist du sofort, da hat es gerade extrem viel Damage gemacht. Ich habe keine Ahnung, also ich weiß ja nicht, was passiert. System. Da muss doch irgendwo der Ping stehen, oder nicht? Ach da. Kundendienst. Kriegt der Qualifikation. 60, ja, 60 FPS bringt mir auch nichts. Okay. 60 FPS. Mhm. Ist doch gut. Ja, ist gut. Das hat ja nichts mit dem Ping zu tun. Pingeling. Pingelig. Du hast auch keine Idee, ne? Nee. Ich hab das auch schon gehabt und wusste nicht, woran das liegt, also. Nicht den Kopf drüber zu brechen. Wenn's morgen noch da ist, dann gibt's aufs Maul. Ja. Ich würde da gern aufgehen, aber ich hänge in der fucking Katze fest. MP. Reichsbürger oder was? Meiner Zeit. Da haben wir doch gesagt, was wir wollten. Konnte man gar noch den Toaster bedienen. Das Boah, Toaster. Alles andere war zu krass. Bete den heiligen Toaster. Ja, der Toaster ist, wie wir promised. Toaster Humping Intensifies. Gar nichts mehr, oder was? Kann ich kein YouTube aufmachen. What? Oh, ich glaube, meine Leitung geht gerade den Bach runter. Wie jeden Sommer. Ja, echt. Das gibt's da nicht. Das ist die ADL, weil du übersetzt hast. Das Auge ist auch uns, ja. Sieht gerade. So kommt es einem manchmal echt vor, ey. Das ist so behindert. Oh, sie haben durch das falsche Nasenloch geatmet. Leid, du am Arsch.
Scheiße. Hutburger bist du. Latency Test Error. Achso, weil ich natürlich keinen Test machen kann, wenn ich einen VPN an habe. Achso. Ja, wir müssen ja meine Location wissen. Wo sitzen sie denn gerade, ne? Herr Schick. Auf dem Klo. Auf dem Klo. Wenn sie Shit posten. Okay. Shit posten, ne? Dover Kind. Lach mich tot. Gar nichts geht da. Wie schaffen wir es dann noch miteinander zu reden, wenn die Leitung am Arsch ist? Ja, also die. Ich habe eine Verbindung, aber die ist anscheinend übelst kacke. Jetzt geht YouTube zumindest auf. SL-Tests. Go. Montreal. Mbps. Ich glaube, ich gucke mir einen Final Fantasy Film an, wenn ich ins Bett gehe. Advent Children. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es einen gibt, aber ich habe ihn noch nicht. Ich weiß ja, nicht, wie der ist. Ich glaube, ich nur den Advent Children. Der ist cool. Ziemlich gut gemacht. Ich habe noch vage Erinnerungen daran, dass ich den irgendwann mal auf Kabel 1 oder Tele 5 oder so gesehen habe. Den da meinst du? Der ist sogar in High Quality, High Definition, ja. Den mit Sephiroth, oder? Ja, genau. Hm. Also ich würde mal scharf ficken. Ja. Advent Children. Gleich mal das Ende skippen. Und ich kann mich noch an eine Szene erinnern, wo die durch die Stadt irgendwie so komisch gelaufen waren. Na, ist das tiefer? Ich glaube, das ist tiefer, ja. 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 Ja, dann ist es der. Der ist richtig gut. Sieht gut aus. Der ist auch schon alt. Alt der, jetzt. Ja. 2007 glaube ich. Der ist alt, aber gut. Der 2005. Okay. Ja. Das ist wie Shogun. Nach 498 Jahren. Ist das bisher auf Englisch, ja? Ja, Englisch Dub. Englisch Dutch. Deine Mannschaft verloren oder wie? Fuck. Memes. DNA of the soul.